93 RS2 Berlin Live. Die Nachrichten. Mit Michelle Gradell, einen schönen guten Morgen. Viele Berlinerinnen und Berliner müssen nochmal neu wählen. Wegen der vielen Pannen bei der Bundestagswahl im Herbst vorigen Jahres hat der Bundestag die teilweise Wahlwiederholung in Berlin beschlossen. 500.000 Berliner sollen ihre Stimme nochmal abgeben. Marie-Louise Bress. Der Bundestag hat sich am späten Abend dem Wahlprüfungsausschuss angeschlossen. Die Bundestagswahl soll in einem Fünftel der Wahllokale wiederholt werden. Das sind 431 Berliner Wahlbezirke. Die Entscheidung über den Umfang der Wahlwiederholung wird aber wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht treffen, weil der Beschluss ziemlich sicher angefochten wird. Insofern lässt sich auch noch nicht sagen, wann wieder gewählt wird. Und auch über die Wahlwiederholung der Abgeordnetenhauswahl ist noch nicht entschieden. Das soll Mitte nächster Woche am Landesverfassungsgerichtshof passieren. Um uns zu entlasten, hat der Bundestag mehrere Maßnahmen beschlossen. Zum Beispiel soll das Kindergeld auf 250 Euro pro Monat und pro Kind angehoben werden. Die CO2-Kosten müssen zukünftig zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden und das Inflationsausgleichsgesetz wurde beschlossen. Damit soll eine kalte Progression verhindert werden, also heimliche inflationsbedingte Steuererhöhungen. Wenn jemand zum Beispiel durch eine Lohnerhöhung, die höchstens die Inflation ausgleicht, in einen höheren Steuertarif rutscht und dadurch Nachteile hat. Zusätzlich steigt der steuerfreie Grundfreibetrag und auch die Übernahme der Abschlagszahlung für Gas- und Fernwärmekunden im Dezember wurde beschlossen. Terrorverdacht nach einem Messerangriff in Brüssel. Ein Mann soll mit einem Messer auf einen Streifenpolizisten eingestochen haben, das berichten belgische Medien. Der Polizist verstarb. Ein zweiter Polizist kam zu Hilfe und konnte den Angreifer durch Schüsse verletzen. Der Angreifer wurde danach festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Er soll schon am Morgen vorher auf eine Polizeiwache gegangen sein und habe dort gewarnt, dass er einen Beamten töten werde. Die belgische Antiterror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen, da ein terroristisches Motiv vermutet wird. Wenn in den nächsten Tagen eine SMS vom Mobilfunkanbieter kommt, ist das kein Fake, sondern ein Test für das neue Warnsystem. Menschen sollen in Deutschland besser im Katastrophenfall gewarnt werden können. Deswegen ist geplant, das sogenannte Warnsystem Cell Broadcast einzuführen. Am 8. Dezember ist bundesweiter Warntag. Da soll das System dann spätestens getestet werden. Alle SMS-fähigen Geräte sollen dann eine Testnachricht bekommen. RS2. Leben in Berlin. Mit einem Erklärvideo will der NABU Berlinerinnen und Berliner davon abhalten, Sträucher im Herbst radikal zurückzuschneiden. Der Naturschutzbund Berlin schreibt, werden Sträucher ständig auf den Stock gesetzt und an der falschen Stelle geschnitten, bilden sie keine Blüten und Früchte aus und verlieren ihre ökologische Funktion, auch als Nahrungsquelle für Insekten und Vögel. RS2 Wetter. Mit dem Einkaufszentrum Schöneweide. Hallo, guten Morgen. Das Wetter präsentiert vom Einkaufszentrum Schöneweide. Shopping in über 45 Fachgeschäften. Direkt am S-Bahnhof Schöneweide. Alle Infos auf zentrumschöneweide.de. Richtig. Schönen guten Morgen. 9 Grad jetzt. Es werden heute 14 maximal. Es wird mal sonnig, mal wolkig bleiben. Es wird trocken sein und das Wochenende wird ganz toll. Also an sich das Wochenende morgen, übermorgen. Temperaturen morgen um 13 Grad, am Sonntag um 10 und vor allen Dingen morgen sehr, sehr viel Sonne. Das RS2 Verkehrszentrum. Und ich bin Schmitti. Schönen guten Morgen. So langsam geht's los mit der Rushhour. Wir haben zum Beispiel auf dem Stadtring 100 schon wieder stockenden Verkehr vor dem Britzer Tunnel und zwar in beiden Richtungen, weil dort ja wegen Instandsetzungsarbeiten eine Spur fehlt. Dann wird in Friedrichshain heute früh auf der Warschauer Straße eine neue Baustelle eingerichtet in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Zwischen Rivala und Maschlewski Straße ist dann bis Mitte Dezember nur eine Spur frei. Und Vorsicht noch auf der A2 in Richtung Berlin. Zwischen Netzen und Lenin steht ein defektes Fahrzeug genau hinter einer Kurve. Geblitzt wird Pankow Prenzlauer Promenade, Neukölln auf der Fritz-Erler-Allee und auf der A13 Richtung Berlin kurz hinter Duben. Danke für deine Staus und Blitzer per WhatsApp an Berlin 20 und 3x19. Endlich ist es Freitag und geht hier Richtung Wochenende. Bitte einmal alle nicken, die es unbedingt brauchen. Oh ja, 604 Big Mo, Gelinde Jeneke hier. Ich habe meinen Schlüssel sogar vergessen. Oh nein. Hatte denn die Wahl, mache ich jetzt meine Family wach oder komme ich mit Carsharing-Auto? Ich bin mit Carsharing-Auto hier. Du bist ein sehr freundlicher Familienpapa. Das bin ich. Guten Morgen. So many times you reach out to me, but I turn my back cause I didn't think you had what I need. And now you're everything. You're everything to me.
say thank you. I was lost and you found.